Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge, und sprach: Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie schlafend. Denn ihre Augen waren voller Schlaf, und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Jesus wird verhaftet. Noch während Jesus das sagte, näherte sich Judas, einer der Zwölf. Mit ihm kam eine Truppe, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet war. Die führenden Priester, Schriftgelehrten und Ratsältesten hatten sie geschickt. Der Verräter hatte mit den Männern ein Erkennungszeichen ausgemacht. Wem ich einen Kuss gebe, der ist es. Nehmt ihn fest und führt ihn gut bewacht ab. Judas ging sofort auf Jesus zu, sagte: Rabbi, und gab ihm einen Kuss. Da packten sie Jesus und nahmen ihn fest. Einer von denen, die dabei standen, zog sein Schwert. Er schlug nach dem Anführer der Truppe des obersten Priesters und hieb ihm ein Ohr ab. Jesus sagte zu den Männern: Mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hier angerückt, um mich gefangen zu nehmen wie einen Verbrecher. Täglich habe ich bei euch im Tempel zu den Menschen gesprochen. Dabei habt ihr mich nicht festgenommen. Aber alles geschieht so, damit in Erfüllung geht, was in den heiligen Schriften steht. Da ließen ihn alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Nur ein junger Mann blieb bei ihm stehen. Der trug einen Umhang aus Leinen auf dem bloßen Körper. Auch ihn wollten sie festnehmen. Aber da ließ er seinen Umhang fallen und rannte nackt davon. Jesus vor dem Hohen Rat. Und sie führten Jesus zu dem Hohen Priester. Und es versammelten sich alle Hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von der Ferne, bis hinein in den Palast des Hohen Priesters, und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die Hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn zu Tode brächten, und fanden nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis ab gegen ihn und sprachen: Wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch so nicht überein. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich zu bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Da fragte ihn der hohe Priester abermals und sprach zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen, zu Rechten der Kraft, und kommen mit den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach: Was bedürfen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was ist euer Urteil? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er zu Tode schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzupreisen und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen.
und zu ihm zu sagen, weissage uns. Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Die Verleugnung des Petrus. Und Petrus war unten im Hof. Da kam eine von den Mägden des hohen Priesters. Und als sie Petrus sah, wie er sich wärmte, schaute sie ihn an und sprach, und du warst auch mit dem Jesus von Nazareth. Er leugnete aber und sprach, ich weiß nicht und verstehe nicht, was du sagst. Und er ging hinaus in den Vorhof und der Hahn krähte. Und die Magd sah ihn und fing abermals an, denen zu sagen, die dabei standen, dieser ist einer von denen. Und er leugnete abermals. Und nach einer kleinen Weile sprachen die, die dabei standen, abermals zu Petrus, wahrhaftig, du bist einer von denen, denn du bist auch ein Galiläer. Er aber fing an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht, von dem ihr redet. Und alsbald krähte der Hahn zum zweiten Mal. Da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er fing an zu weinen.